Moin Moin und Servus meine sehr ehrigen Brüders, wir sind wieder hier bei einem weiteren Video von Fortnite auf der Nintendo Switch. Ich weiß, ich habe jetzt seit längerer Zeit kein Video mehr zu Fortnite gemacht, ich glaube es ist jetzt knapp eine Woche. Sorry dafür, ich habe einfach keinen Content gefunden, den ich euch zeigen konnte, jetzt hat sich dies aber geändert. Denn, ach willst du mich verarschen, jetzt kommt auch der Paketbote. Ich war so ein bisschen außer Puste, ach Bruder. Ihr werdet jetzt sehen, was passiert, es ist 11 Uhr. Glückwunsch. Silvester. Daumen nach oben. Es ist angekommen. Ich weiß nicht, wieso sind wir immer noch hier drin? Das sind ja auch hier die kompletten Handykicks. Ja, also das Ding ist so, eben kam vermeintlich der Paketbote. Ich bin runtergesprintet, kurz vor 11 Uhr. Das Ding ist, heute ab 11 Uhr gibt es hier das Silvester-Event. Ja, das große Feuerwerk. Und eben, so gegen, ich glaube, 4 vor 11 hat's geklingelt. Ich dachte, es wäre der Amazon-Paketbote gewesen. In dem Paket wäre drin gewesen für meinen neuen Monitor ein, ja, man möchte sagen, Adapter. So ein DisplayPort to HDMI-Adapter. Weil der PC bei mir nur noch ein DisplayPort frei hat. Und jedenfalls, es ist jetzt 11 Uhr und ich frage mich, ob jetzt irgendwas passiert ist. Es wurde nämlich gesagt, ab 11 Uhr heutiger Zeit, das Silvester-Event, aber ich sehe keine Raketen. Sehr mystisch auf jeden Fall. So Jungs, ich raste gleich komplett aus. Es kann wirklich nicht sein, wie die Technik hier komplett reinkickt. Hier erstmal die Brüder. Erstmal Inf. Der Bruder hat mir den Pulskin geschenkt. Der Ehrenmann. Vielen Dank, Inf. Frohes neues Jahr, Bruder. Und der gute, ja hier, 30 FPS, wie heißt er? Hashiro on 30 Hertz. Hat mir frohes Neues geschenkt. Emote, vielen Dank. Wir gehen jetzt nochmal in eine neue Runde rein. Es ist eine Stunde vergangen und ich habe gerade wirklich eine Stunde versucht. Nachdem es mit dem Anlauf um 11 nicht geklappt hat, den Monitor anzuschließen. Spoiler, es hat nicht funktioniert. Ich habe den PC mehrmals hoch und runter gefahren. Dann auf einmal ging meine Capture Card nicht mehr. Das ist auch seit einigen Wochen das Problem bei der, dass einfach die Capture Card sich hier und da mal denkt, nee, ich funktioniere nicht. Und das regt mich momentan richtig auf. Weil das halt meistens bedeutet, dass ich den PC hoch und runter fahren muss, die Capture Card nochmal anpluggen muss, nochmal neu anschließen muss. Und das ist einfach so nervig. Jetzt ist es kurz vor 12 und ich hoffe einfach, dass ich jetzt, nachdem die Technik einigermaßen wieder funktioniert, mit euch das Event erleben kann. Let's go. Da haben wir es doch endlich. Vielen Dank. Wir gucken rein in das heilige Silvester-Live-Event auf Switch. Ich dachte erstmal, es wäre nicht möglich gewesen. Und let's go! Tausende Raketen fliegen in die Luft hinfort. Und ja, meine Brüder, da ist die heilige Disco-Kugel passend zu diesem Skin. Inf, wirklich. Das kam nicht so rüber, aber Ehrenmann. Vielen, vielen Dank. 2021! Froher Neuer, Brüders! Also noch nicht ganz. Guten Rutsch! Aber das scheint es dann wohl mit dem Event gewesen zu sein. Die riesige Silvesterparty darf also nunmehr steigen. Und war cool! War cool! Cool, dass ich es gesehen habe. Danke, Capture Card! Danke, Nintendo! Danke, Monitor von Samsung! Ich könnte ausrasten, also ganz kurz, ne? Erwartet heute bitte auf dem Kanal nichts Wildes. Ich habe nämlich jetzt, nachdem ich diese ganzen Sachen hier, seitdem ich seit Tagen auf diesen scheiß Monitor warte, darauf warte, ihn endlich anschließen zu können, um dann zu bemerken, oh fuck, ich habe ja erstens gar keinen HDMI-Port mehr in meinem PC frei und zweitens, oh, ich brauche ein Display-Port-Kabel und, oh, meine beiden Monitore, die ich hier habe, haben auch, jetzt nur noch VGA-Anschluss und gar kein DVI mehr. Ehre. Gut, dass ich ein paar DVI-Kabel zu Hause habe, die ich jetzt nicht mehr benutzen kann. Und seit Tagen dieses Sammelsorium an Amazon-Bestellungen, damit ich diesen Monitor bekomme, damit ich mal wieder einen zweiten habe. Der letzte ist abgeraucht. F geht hinaus. Jedenfalls, ich krieg diesen Monitor nicht angeschlossen. Und jetzt darf ich diesen Monitor so lange neben mir stehen haben, bis ich nächstes Jahr den neuen PC kriege, den ich mir Anfang Januar bestellen werde, weil jetzt reicht mir jetzt langsam wirklich. Also, wie die Technik reinkickt,
Ich entschuldige mich auch für einige Grafikfehler oder Soundknacken, falls das vorgekommen ist. Ich habe jetzt im Gameplay nicht so drauf geachtet, aber ja, ihr müsst wissen, auch die Capture Card hat jetzt wahrscheinlich die besten Jahre hinter sich. Die läuft jetzt auch schon seit fast, ich glaube, 5 Jahren durch. Live Gamer Extreme 1, AvaMedia, kann ich nur empfehlen. Wer sich die kaufen will, um 1080p 60 FPS Gameplay zu sich zu generisieren, Amazon Link ist in der Beschreibung. Aber wirklich, diese Capture Card ist jetzt, glaube ich, so langsam am Zenit ihres Lebens angekommen. Das macht die schon seit ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten, dass sie mich halt so ein bisschen verarscht, dass ich meine Capture Card in OBS aktivieren will und dann geht das nicht. Also normalerweise wird dann sowas angezeigt wie No Signal. Die Capture Card Brüders werden es kennen. Das kam dann aber natürlich nicht. Ja, und das große Problem. Da muss ich die Capture Card meistens anpluggen, wieder neu dran stecken und hoffen, dass es dann klappt. Wenn das nicht klappt, Treiber deinstallieren, nochmal neu installieren. Ihr kennt oder könnt euch vorstellen, wie dieser ganze Spaß, wie dieser ganze Hase läuft. Und das deprimiert einen schon seit Wochen, bis man sich halt denkt, entweder liegt es am PC oder es liegt an der Capture Card. Und ich hoffe, dass es am PC liegt, da ich mir eh, wie gesagt, in ein paar Tagen einen neuen PC holen will, der dann hoffentlich alles behebt und wo dann auch endlich mal ein zweiter Monitor anschließbar ist. Ich lebe mit diesem PC hier wirklich auf dem Minimum dessen, was ich machen kann. Und das schränkt mich schon seit Monaten ein, das fuckt mich ab. Und ja, Brüder, was soll ich euch sagen? Ich nutze dieses Video jetzt eher so als Talk-Video zum Ende des Jahres, ne? Weil jetzt fragt man sich vielleicht, Kai, wann kommt der Jahresrückblick dieses Jahr? Ja, ich war heute Morgen fest in diesem Plan eingeweiht und war hochmotiviert, ihn aufzunehmen. Jetzt mit diesem ganzen PC-Problem, die es gibt, ja, dass mein neues Displayport zu HDMI-Kabel nicht funktioniert, ob jetzt an meinem BenQ-Bildschirm oder am neuen Samsung-Bildschirm, es geht an keinem der beiden. Und jetzt ist die Frage, ne? Ist es nur das Kabel? Kann ich mir jetzt also ein neues Kabel holen? Und ich habe auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock mehr. Es ist der 31. Dezember. Und ich habe mir jetzt das Ganze, die ganzen letzten Tage und Wochen den Kopf darum gemacht, wie ich jetzt noch das Setup erweitern kann. Ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock mehr, mich auch irgendwie noch um einen Jahresrückblick zu beschäftigen. Also wirklich, es tut mir leid. Aber vielleicht kann man verstehen, dass ich mich jetzt gerade in dieser Lage befinde, wo ich mir denke, ey, das Leben will mich jetzt am Ende des Jahres nochmal so richtig verarschen, so. Und das lässt es mich halt spüren, so. Ihr kennt, ne, das Kai'sche Pech kickt wieder komplett hinein. Ich habe gar keinen Bock mehr, so. Und wie soll ich jetzt damit mit der Laune noch ein Jahrrevue passieren lassen? Brüders, ich sage euch, wie das ist. In ein paar Stunden kommt meine Schwester vorbei und dann machen wir uns einen schönen Silvesterabend. Und dann habe ich auch wirklich auch gar nichts mehr, auf gar nichts mehr Bock. Cube Life und Among Us ist ausgesorgt. Da kommt heute und morgen auf jeden Fall noch was. Aber bitte bedenkt, so, vielleicht, wenn ich mich in ein paar Tagen beruhigt habe, kann ich vielleicht nochmal das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ja, ich weiß, zu spät, mit Verspätung. Ich hätte es auch früher aufnehmen können. Bla bla, wir kennen das Ganze. Ich konnte es aber, wie gesagt, nicht. Ich konnte das mental nicht tun, weil ich dazu nicht in der Lage gewesen bin. Weil ich mir dachte, komm, jetzt, wenn der zweite Monitor dann endlich da ist. Ah, okay, nein. Aber wenn der neue Monitor dann endlich anschließbar ist. Und in der Situation bin ich jetzt gerade, wo beides verneint ist. Und ich denke mir halt so, kein Bock mehr so. Kein Bock. Ich bedanke mich auf jeden Fall so oder so für dieses Jahr. Ja, also, dass ich das hier einmal wirklich gesagt habe, Brüder. Nicht falsch verstehen. Ich bedanke mich sehr bei euch für euren Support dieses Jahr auf diesem Kanal. Um mal ganz kurz auch hier eine Meinung einzufangen. Ja, war es denn ein erfolgreiches Jahr? Vielleicht nicht, aber das ist mir auch relativ scheißegal. Denn ich bin der Meinung, dass man das auf dieses Jahr ja auch irgendwie beziehen muss. Um auch einmal das Wort Corona zu benennen. Ja, was soll man dazu dann noch sagen, oder? Also in dem Sinne, es war ein bescheidenes Jahr, sagen wir es mal so. Ich bin aber trotzdem so mit dem, was ich dieses Jahr alles machen konnte, so, mit dem, was ich an Content gemacht habe. Die Raps lassen wir jetzt mal außen vor.
um auch nochmal ganz, ganz kurz dazu ein Statement zu setzen. Wieso kam seit 110kbits kein Rap mehr von Junker? Es ist nicht so, dass ich keinen bringen wollte. Ich wollte schon mehrere Songs bringen, die ich geschrieben habe. Angefangen mit dem Rückkehr der Game Raps, die es nicht gegeben hatte. Weil das hat ja nichts mit Fall Guys zu tun. Ich hatte da einen Plan im Kopf gehabt. Nee, es war Ninjala. Ich wollte ja mit dem Ninjala-Rap zurückkommen und quasi neu anfangen mit den Game Raps. Was ist passiert? Ninjala ist gefloppt. Sowohl auf dem Kanal, als natürlich auch generell auf YouTube. Weswegen es ja auch gar keiner mehr spielt. So. Oder auch, ich habe keinen im Kopf, der es aktuell noch zockt. Und das hat halt eben nicht funktioniert. Was mich dann auch ein bisschen abgefuckt hat, weil ich hatte einen Text zu Ninjala geschrieben. Und jetzt wird das am Ende doch wieder ein Jahresrückblick. Ich sehe das schon kommen, Alter. Moin, nur am Labern. Ja, der Flair der Nintendo-Szene. Ja, moinsen, meine sehr geehrten Kerle. Jedenfalls, Ninjala-Rap, ich habe einen Text geschrieben. Ich habe angefangen, es aufzunehmen. In meinem Aufnahmestudio, FL-Studio. Hat dann, wie gesagt, sich erübrigt durch den Erfolg. Hat die Motivation halt reingekickt. Und ich dachte mir, soll ich jetzt ein Game-Rap machen? Zu einem toten Spiel? Ist das sinnig? Da jetzt noch meine Energie reinzustecken? Und ich habe mich für Nein entschieden. Und das hat natürlich irgendwo geschmerzt, weil die Zeit, die man in den Text und generell in dieser Arbeit investiert hat, so, ist halt natürlich weg. Was willst du machen, ne? Ist halt scheiße gelaufen, aber ich, keine Ahnung, hatte natürlich trotzdem immer den versucht, den Anschluss zu finden, um einen neuen Rap aufzunehmen. Der nächste Anschluss, ich mach's kurz und schmerzlos, ich hatte einen Tamatic-Diss geplant. Ja, ich hatte einen Tamatic-Diss geplant. Kennt ihr den Typen noch, der Fall Guys Bruder, der uns erzählt, wie man 1 Fall Guys auf einen Nintendo Switch spielen kann. Ich glaube, sein Folgevideo ist bis heute nicht gekommen. Aber was auch nicht gekommen ist, ist mein Diss zu ihm. Weil ich mir irgendwo dachte, ja komm, nee. So, das könnte rechtliche Probleme geben, weil ich hatte der Text, ne, Brüder. Wenn ich den irgendwo mal vorstellen darf, so als satirisches und natürlich nicht ernst gemeintes Werk, sondern halt eben so ein Diss-Track, wie man es als YouTube-Diss-Track kennt. So. Er kam ja auch nicht. Ich habe ihn ja verworfen aufgrund der Tatsache, ne, da er ja schon mit dem Anwalt gedroht hat und so. Und bis heute ist nichts gekommen. Und ich ihn auch deswegen so in dem Text, den ich geschrieben habe, auch so ultra, oh, sorry, darauf, ich sag mal, ja, ich habe ihn darauf so ein bisschen in diese Anwaltsrichtung gestichelt und so. Und auch generell bin ich der Meinung, das wäre ein bombastischer Diss gewesen, Alter. Ich hätte ihn richtig dem Erdboden platt gemacht. Und wenn ich irgendwann mal diesen Text zeigen kann, wenn sich das irgendwo mal ergibt, dann kann ich das gerne tun, so. Aber ich glaube, sonst wird es zu gefährlich. Also lasse ich den lieber ruhen, so. Aber ja, das war auch geplant. Nach dem Ninjala-Rap. Dann wollte ich einen 6-Jahres-Rap machen. Kam da natürlich auch nicht so. Warum? Weil ich in der Zeit auch noch an einem richtigen Song beschäftigt war. Der den Arbeitstitel Mehr hatte. Aus Mehr wurde dann irgendwann 6 Jahre. Und das war es dann natürlich im Grunde genommen so. Ich hab den Song auch schon mal angeteased auf Instagram. Das war Ende Oktober. Das muss zu ungefähr meinem 6-Jahres-Jubiläum gewesen sein. Krass, wie ich das auf jeden Fall noch im Kopf habe, so. Und hat zeitlich halt nicht hingehauen, das zu veröffentlichen. Da ich halt zuerst in diesen Mehr-Song vertieft war, dann, also mehr wie ich will mehr, so. Diese Art von Meer, nicht das Meer am Strand oder so. Das wäre natürlich dann kein Schlagersong geworden oder so. Hab dann versucht, aus Meer oder die Texte aus Meer in 6 Jahre reinzupacken. Hat gesehen, okay, es ist zeitlich alles trotzdem kritisch so und ich krieg's trotzdem dann wahrscheinlich nicht hin, das fertigzustellen. Also auch verworfen so. Und das hat mich halt alles runtergebracht, ne? Vom Ninjala-Rap angefangen bis zu dieser
ja, Idee, diesen Disc zu machen und generell, das hat alles irgendwo so ein bisschen in diese Motivation reingekickt, ja, dass man sich ins Aufnahmestudio setzt, also in FL-Studio reinsetzt, ins Programm, das aufnimmt und dann halt den Prozess nicht weitermacht und das einfach nur unreleased Songs bleiben oder Arbeitstitel sind, weil man nicht sicher ist, ob man das so veröffentlichen soll. Ja, ich hatte auch gehadert erstmal an den Beats von den Songs. Das hat sich ultra. Ich glaube beim Mehr-Song hatte ich glaube dreimal den Beat geswitcht, weil ich mir dachte, der ist geiler, aber der ist geiler, aber der ist geiler. Und dann bin ich immer wieder zurückgeswitcht so und das hat irgendwo die Atmosphäre natürlich noch gekillt. Dann wollte ich einen Song machen und ich denke, das ist jetzt meine letztendliche Entscheidung so. Zwei Sachen erstmal. Wenn es sich ergibt, Among Us Rap, das aber ganz harter Arbeitstitel, so, der nächste Song soll allerdings werden ein wirklich Jahresabschluss-Song, so. Natürlich kommt er auch nicht heute, aber ich hatte versucht, das Ganze so schnell wie möglich irgendwie hinzuschreiben, weil ich dann auch gemerkt habe, so ja, ich könnte jetzt auch die Texte aus Meer und 6 Jahre und Random Man 3, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, ich habe auch ein, kann ich das so zeigen? Ich habe einen Random Man 3 Text verfasst, so, da kam auch natürlich nichts. Tut mir sehr leid auch nochmal dafür, ich habe es, wie gesagt, zeitlich da auch nicht hinbekommen, an der Motivation lag es auch, weil diese Stimmung weggeblieben ist und dazu kam halt eben noch diese, ne, Demotivation, weil wenn du das jetzt wieder nicht ablieferst, sind alle wieder enttäuscht so und das hat mich abgefuckt so. Und ich will auf jeden Fall einen Song bringen, der Anfang nächsten Jahres kommt. Ich weiß noch nicht wann so, ich werde mich versuchen, so gut es geht daran zu setzen. Wie er genau heißen wird, weiß ich nicht. Arbeitstitel 2020, 2021, mit diesem Schrägstrich dazwischen. Ja, und der soll knallen so. Und ich habe einen Beat gefunden, der geil ist. Ich hoffe, der wird nicht gekauft. Der ist schon 2 Monate alt. Ich will ihn kaufen und auf Spotify hauen, den Song. Und das soll mein erster richtiger Spotify-Song werden, so. Und hoffen wir mal, dass das funktioniert, Brüder. Ich bin aber jetzt wirklich, ne, jetzt wo ich das euch sagen konnte, so, fällt mir da eine Last. Und vielleicht hilft das irgendwo, dass ich da die Motivation wieder mehr finde und so und mal gucken, vielleicht zeige ich gleich meiner Schwester so ein paar Ausschnitte aus 2020, 2021 und mal gucken, was sie dazu sagt. Bin ich mal gespannt, so vielleicht pusht das auch nochmal ein bisschen rein. Aber ja, es tut mir wirklich leid, dass da nichts gekommen ist. Auch die ganzen heiligen Sirius, die mich da mitgliedstechnisch unterstützen, die ich deswegen enttäuscht habe all die Monate. Es tut mir wirklich leid. Zieht eure Mitgliedschaft wirklich zurück. Ich bin momentan an einem Punkt angekommen, ja, an dem es finanziell, ich sag mal, gut aussieht. Und ihr müsst jetzt nicht unbedingt Mitglied sein, um euch zu denken, sonst hat Kai nichts mehr oder so. Macht das wirklich nur, wenn ihr wirklich diese Euros über habt. Vielen, vielen Dank trotzdem an alle, die mich da die letzten Monate weiterhin unterstützt haben. Auch wenn weniger Livestreams kamen und so. Auch nochmal ganz kurz dazu. Content, so, ja. Ende des Jahres, es kommt nirgendwo Content mehr raus. Among Us war für mich so der Lichtblick, wisst ihr, was ich meine, so. Weil in einer Zeit, wo halt nichts zu Fortnite kommt, so jetzt gerade das Feuerwerk, war für mich so der Content zum Ende des Jahres, Bruder. Huh! Und cool, dass ich ihn zeigen konnte. Ich hoffe, der nimmt auch noch auf. Ich hoffe, Mikrofon ist an. Weißt du, solche Probleme, weißt du? Und auch natürlich die Technikprobleme und alles im Dreieck hat reingekickt, dass ich mir auch dachte, wozu jetzt Stream? So, es gibt ja eh keinen Content, den man zeigen kann. Nichts Neues, so. Es ist Ende des Jahres, es passiert ja eh nichts mehr. Ne? Wen interessiert das denn noch so? Und hab deswegen angefangen, weniger zu streamen. Das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, ob das jemals wieder anders wird. Ob ich jetzt irgendwann wieder sage, jetzt wieder regelmäßig so. Ich sag euch ganz ehrlich, ich will nicht konzeptlos da reingehen und einfach wieder lost anfangen zu streamen. In der Hoffnung, es gibt Content. Aber, nein. Ganz einfach nein. So, wenn es irgendetwas gibt, was ich streamen kann, werde ich es streamen. Wenn es einen regelmäßigen Ablauf garantieren kann, also auch so zeittechnisch, dass man es über längere Zeit spielen kann, Bruder, sehr, sehr gerne.
Na, sobald Fortnite wieder anfängt, Content rauszuhauen, bin ich wieder da. Sobald Among Us neues Zeug veröffentlicht, so. Sehr gerne auch wieder öfters live. Also vielleicht, ich will nicht ausschließen, dass es in den nächsten Tagen mal einen Livestream gibt, aber ich will damit sagen, dass die täglichen Livestreams, an der Stelle sind die vorbei. Da kommen keine täglichen Livestreams mehr. Das, ne, ich hatte es mal versucht, wieder anzurollen irgendwann im letzten Monat, so, hat nicht funktioniert. Wenn man raus ist mit den Streams, so, da ist der Wurm drin. Dann kommt man nicht mehr rein. Und ich bin froh, dass ich im Ausgleich so, wisst ihr, was für ein, wisst ihr, wie froh ich darüber war, als Hyrule Warriors rausgekommen ist, so. Ich war todes, geil drauf, so. Ich habe mich mega auf das Spiel gefreut, so. Kam am Anfang nicht so gut an, aber mashallah, am Ende hat es sich nochmal ganz gut gesteigert, so. Die Klicks sind geschallert auf jeden Fall, war ich sehr, sehr zufrieden mit, so. Und ich konnte halt Videocontent dazu produzieren, wisst ihr, was ich meine? Und ich sag mir halt lieber ein Spiel, was ich ausgiebig spielen kann mit 2-3 Parts pro Tag, als so lost am Abend einen Livestream zu machen, wo wir halt nichts machen als... Ja, wieder keine Ahnung, was zu machen. Deswegen, ich habe mich von diesen täglichen, regelmäßigen Livestreams erstmal verabschiedet, aber vielleicht kommt das eines Tages wieder. Ich will es nicht ausschließen, so. Deswegen... Oh Gott. Der Mäus! Oi! Und damit haben wir den heiligen Sieg! Meine Fräuleins. Ja, das kann man doch gut verbuchen. Ja, ein guter Jahresabschluss in Fortnite, meine Fräuleins. Wir haben ihm komplett die Ehre weggezogen. Ey! Vielen Dank für deine sehr ehrige Unterstützung, Bruder. Kuss geht hinaus. Also, ich denke, das hat, glaube ich, soweit alles... Na, was soll ich euch sagen? Brüder, ausführlicher Jahresrückblick kommt eventuell. So, ich habe hier jetzt schon einiges erzählt. Für mich war, ich sag mal so, die zweite Jahreshälfte mehr entscheidend als jetzt die erste. Weil, keine Ahnung, Anfang des Jahres war halt Japan, es war cool, ne? Corona kam, sprechen wir diesen Hurensohn auch nochmal an. Corona, miese Mistsau, so, hat dieses Jahr einige Pläne, die ich hatte, zugrunde gerichtet, ne? Ich denke, dass es bei vielen Firmen ähnlich geht, die nicht, also jetzt vielleicht Spielefirmen oder was auch immer, ne, dass sie halt auch nicht so viel Content produzieren konnten, dass man eingeschränkter war dieses Jahr. Das will ich damit sagen, so. Ne, man war irgendwo eingeschränkter und das hat man in den Spiele-Releases gemerkt. Ich habe versucht, jeden Top-Titel, den es für Switch gibt, mitzunehmen, so. Kam auch einiges sehr gut an. Genshin Impact, weißt du, hätte dieses Jahr kommen müssen, hätte fürs Ende des Jahres, vielleicht hätte das der Punkt hätte sein können für tägliche Streams, wisst ihr, was ich meine, so. Und jetzt ist das Spiel seit 4 Monaten draußen und alle kennen das schon. Wozu soll ich es auf Switch dann nochmal regelmäßiger spielen? Hatte gar keinen Sinn. Weißt du, ich meine, es ist, uff. Was ich damit sagen will, dieses Jahr war sehr bescheiden, ja, ich habe das vielleicht gerade ein bisschen positiver gesagt, als ich es meine, so, ich bin zufrieden dieses Jahr. Es hätte alles besser sein können, sage ich euch so, wie es ist. Natürlich hätte es viel besser sein können, von allem her, ja. Ich hätte einen Reaction-Kanal aufmachen können dieses Jahr. Habe ich nicht gemacht, so. Keine Ahnung. Ja, ich habe sehr lange auch darüber überlegt. Vielleicht spreche ich das die Tage nochmal genauer an, keine Ahnung, aber, der Gedanke an einen Reaction-Kanal, Brüder, sehr oft ist der gefallen. Mit täglichen Livestreams, wo wir uns eine Stunde oder zwei Videos angucken. So, weil das ja momentan so gemacht wird. Und es ist dumm, dass ich es nicht mache. Es ist einfach so. Ne? Aber ich habe noch nicht den Punkt, den Motivator gefunden, das jetzt zu machen. So. Keine Ahnung. Und denk mir auch dann jeden weiteren Tag, der vergangen ist, ja, jetzt ist halt auch eigentlich schon zu spät, um das zu starten. Ich weiß es nicht, Mann. Generell, um das hier kurz zu sagen... Pläne eines dritten Kanals, die sind da. Ob das jetzt ein Reaction-Kanal wird oder so, ich weiß es nicht. Aber ich will auf jeden Fall gucken, dass neben dem Musikkanal und diesem hier, dass es noch einen dritten gibt. So. Wie er dann heißen wird, weiß ich nicht. Denkt zu euch ein Name aus. Random 2 oder sonst irgendwas. Schwein oder... Mir sind im Kopf schon sehr viele Namen gekommen.
Aber es hat sich nicht ergeben dieses Jahr. Es war ein komisches Jahr irgendwo. War das für euch auch so, Mann? Richtig weirdes Jahr, oder? Kicks? Nun gut, wir haben auf jeden Fall versucht, das Beste daraus zu machen. Und, wie gesagt, man kann am Ende des Jahres mehr oder weniger zufrieden über die Leistung sein. Aber ich sag mal, am Ende des Tages, ne, fragt man immer, woran es gelegen hat. Woran hat es denn gelegen? Ja, scheiß Corona! Hauen Sie rein und bye! Bis nächstes Jahr oder bis in den nächsten Videos. Einige kommen heute noch.